Hallo YouTube, Team Dakesaiya da und ich werde heute mein erstes Deck-Profile machen. Es handelt sich dabei um ein Fabled Tango Deck. Ja, das Deck hat ziemlich viel OTK-Potenzial. Synchronisiert wie Sau, also mindestens 5 Synchros kann man in einem Zug rausholen, wenn man es richtig spielt und eine gute Hand hat. Und ja, ich werde es mal anfangen. Natürlich dreimal Tango. Ja, ich ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine der besten Karten im Moment, wenn nicht die beste. Ja, wenn er irgendwie vom Spielfeld entfernt wird, kannst du einen neuen Spezialbeschwören aus dem Deck. Geht glaube ich nur, wenn er offen liegt, bin ich mir aber nicht sicher. Ja, einfach nur winzige Karte. Wird leider ziemlich sicher limitiert werden. Brauche ich nicht wetten. Ja. Einfach wild die Karte. Das ist. Ja. Das einzig Dumme daran ist, du verbrauchst eine Normalbeschwörung. Das ist das einzig Dumme. Dann spiele ich zweimal den seltsam aussehenden Lustmolch. Ja. Er ist extrem gut. Ich weiß aber dennoch nicht, ob ich ihn drinnen lassen werde, weil er die Hand extrem schnell leer macht. Ja. Du kannst mit ihm auf ziemlich jede Synchro kommen, aber wie gesagt, die Hand ist ziemlich schnell leer dadurch. Also falls ich ihm raus habe, werden zwei MST stattdessen reinkommen, aber ja, bin ich noch nicht sicher. Dann dreimal die Grimro, die ist der Searcher aus dem Deck. Ich habe Leute gesehen, die spielen nur zweimal oder so, geht überhaupt nicht, finde ich, die braucht man unbedingt dreimal. Du kannst dir wirklich holen, was du brauchst, du kannst irgendein Fabled Monster, also du musst ein Fabled Monster kontrollieren, dann kannst du sie abwerfen und irgendein Fabled Monster von deinem Deck deiner Hand hinzufügen. Also du kannst wirklich immer gerade holen, was du brauchst. Es ist fast alles miteinander kombinierbar in dem Deck. Ja, also Top-Karte, muss man dreimal spielen. Dann als nächstes haben wir dreimal den Zerburel. Auch sehr, sehr gute Karte. Ist allgemein, also in mehreren Decks, ziemlich spielbar. Habe ich schon in Dragoonidis gesehen, mit Drachenschlucht abwerfen. Und ja, zum Beispiel einen Dux holen und dann gleich auf 6 synchronisieren. Ja, das Geile an den Fabled-Effekten ist, egal wie sie abgeworfen werden, die Effekte aktivieren sich alle. Nicht so wie bei den Dark World-Karten, wo es Effekte sein müssen. Also bei Fabled gehen Effekte, Kosten, also alles. Und ja, Zerburel, Empfänger, 2 Sterne, wenn er abgeworfen wird, wird er spezial beschworen. Einer der besten Empfänger im Game, momentan, meiner Meinung nach. Dann haben wir dreimal Java. Da habe ich Leute gesehen, die spielen nur einmal und ich frage mich echt, wie lange die das Deck schon spielen. Offensichtlich noch nicht sehr lange, weil ohne Java geht gar nichts. Ca. 70% der ganzen Effekte von den Fabled Monstern werden dadurch aktiviert, indem die abgeworfen werden. Und nur mit Fabled Raven, den spielen die meisten gar nicht. Entweder weil sie nicht sich nicht leisten können oder weil sie ihn eben schlecht finden, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall mit Raven, Kushan und Morphinger reicht nicht, damit du das die ganzen Effekte nutzen kannst, da brauchst du mehr. Und Java lässt dich eine Karte abwerfen, einen Fabled, und ihm Spezial beschwören und dann ist das glaube ich, keine Ahnung, plus 1, plus 2. Ja, dein Java kommt auf jeden Fall Special aufs Feld und wenn du zum Beispiel eine Cruise abwirfst, aktiviert sich ihr Effekt und du kannst dann auch vom Friedhof specialen, zum Beispiel eine Luri und kannst gleich auf 2 synchronisieren, Formel, das ist eine Karte. Also der ist richtig geil für Formel-Synchron mit Luri oder einem Token. Dann haben wir dreimal Ganache. Ich muss schauen, ich bin ein bisschen beeilt, schon 4 Minuten um und ich bin gerade mal beim vierten Monster. Ja, wenn er abgeworfen wird, wird er gespecialt, kriegt 1800 Angriff dann, so hat er 1600. Wird dann aber, wenn er vom Spielfeld entfernt wird, aus dem Spiel entfernt. Ist aber hauptsächlich dreimal im Deck vertreten, weil er 3 Sterne hat und man mit Zerburel und ihm ziemlich leicht auf Ragen kommt und wenn man gut spielt, 2 Karten ziehen kann. Also, ja. Dann spiele ich nur 2 Crews, weil ich, wenn ich 3 gespielt habe, meistens in der Anfangshand eine gehabt habe und da ist einfach Dead Draw in den meisten Fällen. Also ja, wenn sie euch dreimal mehr nützt, schön für euch, mir gefällt 2 besser, weil sie 3 finde ich einfach Dead Draw ist. Ja. Wenn sie abgeworfen wird, kann man ein Level 4 oder niedriger Fabled Monster vom Friedhof Spezial beschwören, auch Fabled Unicorn und Kutabi, also ja, die Synchros, die niedrigen. Dann spiele ich einen Luri, eine Cutseed und einen Kushano.
jeweils einmal Lurie, weil er extrem geil für Formel-Synchron ist. Ja, wirf's ihm ab, durch Chao sein Effekt, kommt das Special und Chao auch Special, Synchro zu 2. Cutsit habe ich drinnen, weil sie mir extrem oft gegen Shein schon geholfen hat. Zwei sind leider zu viel, weil die dann auch Detroit ist, weil ja, sie ist zu Empfänger, aber trotzdem, ein Stern. Ja, kann man sicher mit Krieg researchen, wenn man es braucht. Und Kushano ist einfach eine Bombenkarte, wenn ein Friedhof ist. Da kannst du jede Runde immer wieder richtig geile Spiele machen, dank dem. Kannst du einen Fable abwerfen, ihm vom Friedhof der Hand hinzufügen. Wirfst zum Beispiel eine Cruz ab, Specials dadurch, also von Cruz ihren Effekt. Ja, zum Beispiel eine Krimruf vom Friedhof, normal beschwert Kushano, das ist das einzige Boom an ihm, er verbraucht die Normalbeschwörung. Synchro auf 7, Black Rose, Ancient Fairy. Ja, Ancient Sacred Wyvern, zu der komme ich dann eh noch in dem Deck. Und ja, das waren mal die ganzen Fabled Monster. Dann da eine Karte, die ich leider noch nicht habe, die einzige in dem Deck, zwei Trickies, die hat keiner. Ich brauche die unbedingt, wer die hat, bitte, bitte melden. Ja, Tricky, ich kann eine Karte abwerfen, mich spezial beschwören. Der und Zerpurel, Instant Black Rose oder egal welches Level 7, richtig, richtig geil. Und ja, zwei Trickies. Dann spiele ich zwei Doppelkrieger. Ja, Ganache kommt spezial, Lurie kommt spezial. Zerpurel kommt spezial, Wiedergeburt ist er auch, Call of the Haunted, Gruß kann auch spezial beschwören vom Friedhof, also ja, wenn er aus dem Friedhof kommt, kann ich ihn von der Hand spezial beschwören. Und wenn er von der Synchro-Beschwörung benutzt wird, kriege ich zwei Tokens aufs Feld. Auch sehr gut in dem Deck. Dann Warfinger, ja, ist glaube ich ziemlich selbsterklärend, habe ich aber auch schon eine Zeit lang nicht gespielt, ist auch ohne gut gegangen, aber mit schon wesentlich besser. Weil man einfach mit einer neuen Hand wieder extrem viel anfangen kann. Dann einen Quartz, weil man, obwohl man sehr viel synchronisiert, doch manchmal mit leerem Feld dasteht und da eignet sich halt Quartz meiner Meinung nach am besten. Kann man auch schön synchronisieren mit ihm. Ja. Und dann noch einen Dandelion. Auch ganz cool für Foolish Burial. Also mit Foolish Burial hole ich meistens Kushan oder Dandelion am Grave. Falls ich schon einen von beiden gezogen habe, halt den anderen. Und ja. Dann Zauberkarten. Ja, die Main-Zauberkarte im Deck ist der Dr. Drehkeil. Mir reichen zwei persönlich, aber auch schon welche mit drei Spielen sind. Ja, du holst deine Tengus wieder und Grimrose, ja, alles mögliche. Außer Kushan, der sollte, wenn es geht, im Grave bleiben. Ja, recycelst einfach, ziehst noch zwei Karten zusätzlich. Richtig geil in dem Deck. Dann Lichtschwerter, ja, gefällt mir sehr, sehr gut, weil du einfach schön, falls du mal nicht gerade die beste Anfangshand hast zum Beispiel und die spielst, kannst du schön drei Runden lang chillen, solange kein MSD kommt und ein bisschen das Spiel aufbauen, ja, also hat mir schon einiges geholfen auch in dem Deck, ist halt mehr eine Tech-Card, aber ja. Dann Mind Control, weil wir spielen sehr, sehr viele Empfänger. 3 Zagurel, 3 Java, eine Cutsit, 2 Raven, da ist viel dabei. Also ja, brauche ich nichts so zu sagen, glaube ich. Book, weil es Standard ist. Riesendronade, weil es Standard ist. Wiedergeburt, weil es Standard ist. Und ein Foolish Burial eben für Dandelion oder Kushano. Und Fallenkarten spiele ich einfach meine 3 Royal Decrees. Und die sind echt extrem geil in dem Deck. Da auch wenn man gegen 6 Samus spielt, ist die Karte immer noch richtig geil. Da, ja, das, ja. Was soll ich sagen? Top, braucht man nicht mehr einen Deck. Dass du ungestört deine ganzen Synchros spielen kannst, reicht das. Dann, ja, kann sein, dass ich das Video jetzt stylen muss, weil der Akku ist ziemlich schwach, aber ich habe es in Hausgeld, mein extra Deck. Ja, das sind 2 Tokens, die braucht man nicht. Dann habe ich da 2 Formel-Synchron, weil man eben sehr schnell auf den raufkommt mit Java und einer Token und oder Lurie. Ja. Dann habe ich einmal das Fabled Unicorn. Ich meine, es ist vom Effekt eigentlich extrem gut, aber ja, ich gehe ziemlich selten darauf. Wenn nur so als Zwischensynchro oder so. 2 Ragin, wenn man gut spielt, reichen die 2. Ja. Ich nutze sein Potenzial meistens aus und schaue, dass ich 2 Karten ziehen kann. Und ja,
Also wenn du kannst ziehen, bis du zwei Karten hast, wenn du im Synchro beschwörst. Brauchst halt den Fable Tuner, aber ja, hat man im Deck ja genug. Dann 6 habe ich leider nur einen und den brauche ich auch noch. Ist mein Proxy da, Prionak. Wem hat, bitte, Ding, ja. Richtig top, wirfst ab, Fable-Effekte aktivieren sich, kannst du auf die Hand zurückgeben. Geile Karte, man kommt sehr schnell drauf. Dann 7, Ancient Sacred Wyvern, Ancient Fairy Dragon und Black Rose. Black Rose, ja, selbsterklärend, New. Entschuldigung, Akku ist leer geworden. Also ja, wieder zu den Synchros. Black Rose, ja, Level 7, Nuke. Fairy Dragon habe ich drinnen, weil ja, Gravekeeper leider sehr viel unterwegs sind. Genauso wie Dragoonities und ja, Necro Valley, Dragon Ravine, alles perfekt. Fuckt mich extrem an, dass grabe ich das Obelizen, weil ich habe das Deck schon, also ich spiele das Deck schon über ein Jahr lang und dann ist das scheiß Marek-Deck gekommen. Und jetzt spielt es jeder. Ich habe mir königliche Tribute damals um 25 Cent gekauft und jetzt ist es an die 10 Euro wert. Ja, ist scheiße. Leider. Und ja, da, Ancient Sacred Wyvern ist ein richtiger Game Winner. Man braucht einen Lichtempfänger und einen oder mehr Nichtempfänger, glaube ich. Sind alle Licht übrigens defabled? Ja. Ja, der Effekt von der Karte, sie kriegt Angriff dazu, was ihr mehr Lebenspunkte habt als euer Gegner. Wenn ihr aber weniger habt, verliert sie das an Angriff. Und wenn sie durch Kampf zerstört wird, könnt ihr 1000 Lebenspunkte zahlen und sie vom Friedhof specialen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel weiter noch auf 8000 seid und du hast jetzt einen Royal Decree unten liegen, der Gegner hat gar nichts außer Backrow und greifst mal mit einem Ragen und mit einem Prionak an, als erstes logischerweise, kriegt die dann schon insgesamt 4400 dazu und ist dann auf 6 irgendwas und ja, Game, ihr habt gewonnen. Also richtiger Game Winner die Karte, ich liebe sie, ist meiner Meinung nach der beste Synchrone Deck. Ja, das waren die 7er. 8er habe ich Valkyros und Stardust. Ja, Stardust ist selbsterklärend, nehme ich mal an. Und Valkyros kicke ich eventuell. Ja, sein Effekt. Ich kann einen Unterweltler abwerfen, um eine Karte zu ziehen. Die ganzen alten Fables waren Unterweltler, also Gruus, Grimroll, Raven. Und die neuen sind, also Zerbure, Xhaber und so, sind mehr Ungeheuer und so. Also ja, geht das nicht mehr so auf. Ich meine, wenn man eine Gruus hat in der Hand, ist es immer noch sehr gut, aber ja. Ich werde höchstwahrscheinlich einen Gedanken. Wer ist der? Ja, Fortruder Archfiend halt reinhauen stattdessen. Das sind die 8er, dann 9er, Nebelraupe und Trishula. Trishula, ja. Bombenkarte, removed einen von der Hand, einen vom Feld und einen vom Friedhof. Das heißt 7 Angriff. Kommt man richtig leicht auf den. Nebelraupe, ja. Gibt 3 Karten wieder auf die Hand zurück. Brauche ich, glaube ich, auch nichts dazu sagen. Und dann habe ich 10, den Sternschnuppendrache. Sternschnuppen, ich glaube, oder? Ja, verwechsel ihn also oft mit majestätischer Sternstaub oder Sternschnuppendrache und so. Ja, und sagenhafter Leviathan. Auf den kommt man ziemlich leicht. Ja, Formelsynchron hat man überhaupt ganz schnell draus und Stars geht auch nicht sonderlich schwer. Und ja, wenn man den mal am Fehler hat, ist es eh ziemlich schnell vorbei für den Gegner. Er löst man ihn halt von seinen Leiden und ja, Leviathan, 3000 Angriff, 10 Sterne, wenn er, ich glaube, vom Feld am Friedhof gelegt wird. Ja, zum Beispiel auf den Friedhof gelegt wird, kannst du bis zu 3 sagenhaften Monster in deinem Friedhof wählen, füge sie deiner Hand hinzu. Ja, auch geil, kann man, wenn man auch 3 für ihn benutzt hat, schön immer wieder einen Loop machen und die 3 wieder zu ihm synchronisieren, ja, also gute Karte, aber ich bevorzuge Sternschnuppendrache. Ja, das war jetzt mein Deck, vielleicht zeige ich euch noch ein paar Kombos, obwohl die Zeit schon ziemlich knapp ist. Ja, was soll ich sagen, Tricky und Saburi ist zum Beispiel ein Instant Level 7, Jarb und Lurie Instant Level 2, ja, was soll ich sagen, man kann so ziemlich alles in einem Deck miteinander kombinieren, das ist ja das richtig geile daran, dass du swarmst dein Field 5-mal in einem Zug, dass alles besetzt ist und dann synchronisierst du wieder und holst.